So, willkommen zum zweiten Mal Shadow Raid auf Deathwish. Kevin und ich versuchen jetzt einen Bug zu machen. Kommst du? Oder ja, was auch immer. Und Fährmann. Damit. Wenn man das nämlich gleichzeitig drückt sozusagen oder gleichzeitig in eine Flasche nimmt, macht das diesmal noch nicht auf. Wir lassen erstmal warten, ob wir gucken, ob wir das Schiff haben oder nicht. Wenn man das nämlich gleichzeitig macht, kommt da eine Wache und sagt Hallo. Kann es nämlich sein, dass wir eine Flasche für den Preis von zwei nehmen. Ne, andersrum. Zwei Flaschen zu dem Preis von Dass wir einer. halt, dass wir beide eine Flasche nehmen, Aber auch nur wenn es eine Flasche irgendwo. sozusagen benutzt wird. Ja. Ja, Das das heißt, wir ist, haben man dann hat ja insgesamt insgesamt zwei eigentlich, aber so hätten wir drei. oder vier, Wenn. wenn wir es richtig machen. Ich glaube, das vier wäre Overkill. Keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Mein Gott, beweg dich, du fette Sau. Das gibt's doch Während du nicht. da rumhockst, mache ich hier schon. Wir haben das Boot, gut. Das heißt, du brauchst hier vorne bei dem Ding nichts machen. Okay. Weil, kannst ja schon mal hier den Sack wegpacken. Willst du überhaupt trinken? Nope, nope. Während ich hier dann schon mal ein paar Container ausnehme. Hast du Loot? Natürlich hast du keinen Loot. Warum solltest du auch Loot haben? Meine Fresse. Ich gehe mal nach da oben und versuche dir ein bisschen Schützenhilfe zu geben. Das Geile ist, wir haben den Spotter eigentlich und er sieht nichts. Ja, da ist irgendwie ein bisschen nutzlos. Muss sicher der Spotter sein. Hier ist auch nichts. Fuck. Okay. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Ich habe jemanden bezahlt, damit er durch ein Fernrohr guckt und mir sagt, ja hier, da sind Dudes, da sind Dudes. Und dann ist der Typ einfach bei der Arbeit eingeschlafen. Ich Ja. meine, eigentlich sollte ich doch jetzt mein Geld zurückverlangen, oder? Oder es zurück, zumindest zurückverlangen können. Ja gut, ich weiß nicht mehr, wir kennen ja immer nicht die Hintergrundgeschichten der Leute. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel gerade, dass der Typ verheiratet ist, jetzt ruft gerade seine Frau an, die gar nicht weiß, dass er von der Arbeit nachgeht und fragt ihn, wo er nachts um drei sich noch rumtreibt. Ja, und das muss er erstmal ein langes Gespräch mit ihr führen, um ihr zu erklären, Ja, dann soll aber auch gefälligst irgendwann mal wiederkommen. ja. So, ich habe das Gefühl, der kommt so in einer halben Stunde wieder und meine so, ah, sorry Leute, es tut mir echt leid, aber, ne? Ich musste gerade meine Frau Ich muss mal, anlügen. ja, der musste seine Frau belügen, mein Gott, so, der muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Und wenn er ja halt nicht sagen will, womit er es Ja, verdient, weil es ist, das ist ne? so die Light-Version von Breaking Bad, ne? Ja, das könnte doch gut sein, weißt du? So, der Typ, vielleicht hat nicht er Krebs, sondern sein Sohn und er muss dafür bezahlen und macht dafür jetzt deswegen gefährliche Jobs, die zwar ziemlich illegal sind, aber dafür gut bezahlt werden. Und, Es ist illegal, Leute zu auszuspionieren. ja, das hat das Wort Spionage so ein bisschen in sich. Ja gut, könnte man das illegal nachweisen, nur wenn ich da oben mit einem Fernglas rumsitze, wäre das wirklich schon eine Straftat? Also bloß da sitzen und Leute angucken mit dem Fernrohr nicht, aber wenn man nachweisen kann, dass du mit Kriminellen, die das ausgenutzt haben, deine Informationen Kontakt aufgenommen hast und dich dafür auch noch hast bezahlen lassen, dann ist das schon illegal, würde ich mal behaupten. Aber wie schwer wäre das zu beweisen? Naja, ich weiß nicht, FBI, CIA, die können bestimmt den Funkverkehr irgendwie nachverfolgen. Ja, nach und danach. Oder sowas, keine Ahnung. Die haben bestimmt irgendwo einen Satelliten über uns, der alles immer aufzeichnet, was wir sagen. Über Funk oder irgendwo sonst. Muss es einen umbringen? Ja. Oh. Ja, sonst hätte ich das Boot nicht benutzen können. Oh. Nico, das tötet Leute. Ah, das wusste ich nicht. Ach, okay. Ich wusste gar nicht, dass das Kugeln im Kopf Leute töten. Nico, das tötet Leute. Ja. Warte Ganz mal, schlechte ich Partie. benutze mal eben mein, kannst du von dem Dach aus auf, oder schaffst du das, von dem Dach aus, zu dem zweiten Manhole zu kommen? Also das, was da an dem Eingang von dem Lagerhaus ist, reinzukommen. Sodass wir beide einen Gang zwischen uns verbinden können. Kann es versuchen. Es ist möglich. Du musst einfach nur auf das Dach springen und dann einfach das Dach darunter gehen, wo das Dingen ist, weißt du? Ja, Oder es hat da halt wo dieses kleine Vordach ist, keiner genau. rumstehen. Da kommt ist ja gerade einer angelatscht. Umbringen, bring ihn um! Au, wo denn? Ich glaube, der Typ da.
Ich weiß nicht, ob der mich sieht, wenn ich da jetzt runtergehe. Goddammit, Steam, wow. Du kannst auch einfach diesen rechten Gang benutzen, ist mir egal. Hauptsache, du kommst zu mir. Au. So, ich gehe jetzt hier mal in den Ja. Gullideckel. Dann Okay. könnten wir nicht mehr direkt von der Lagerhalle hier hinbringen. Und das ist, glaube ich, irgendwie sicherer als da Jetzt drüben, muss ich weil. aber hier ein Gitter durchbrennen, ne? Ja, das ist schon klar. Brenne! Brenne! Okay. Und Helikopter dann. kommt! Ja, warte. Hier rein. Hier ist ja das Dingen. Warte erstmal. Ich gucke erstmal, was mit dem Helikopter kommt. Können wir das von hier aus sehen? Ich hoffe, dass er noch nicht vorbei ist. Ich glaube schon. Ja. Wir dürften es eigentlich hören, wenn er die Box droppt. Dropped Box. Hört sich nicht so danach an. Irgendwie haben wir nie Glück damit. Wenigstens Nee. campt diesmal kein Typ vor der Vault. Da drüben ist nochmal Waffen. Also wenn Sir Dickhead sich mal hier bewegen würde. Da kommt noch einer. Weg, runter. Ja. Dann bringen wir schon mal das Koks weg. Ja, warte mal, wo? Links lang. Hier. Mann, ey, wir haben nie Glück mit den Scheiß Schraube. Ich glaube, Sir Dickhead bewegt sich nie. Ich würde so einer, der sich nicht bewegen will. Nee, ich glaube echt nicht. Die werden echt nicht für gegangene Meter bezahlt. Das wäre mal eine neue Arbeitsmethode, die die einführen könnten. Ich glaube, Ome, das das ist sind die, für die einen Wach. patrouillieren, ne? Ich glaube, das ist für einen Wachmann nicht so geil. Wieso? Der soll doch Patrouille laufen. Das ist Ja. total doof, wenn der immer nur an einem Punkt steht. Außer du hast so viele Leute, dass du jeden bezahlen kannst, um genau ein Objekt zu So habe beobachten ich die ja ganze immer Zeit. Theme Park oder so gespielt. Hey. Einfach so viele Hausmeister und so gemacht, damit die einfach immer nur so einen Quadranten nach überwachen, damit da bloß keiner hinkotzen kann. Ja, Das siehst ist zwar nicht du. effizient und so, aber mein Park war immer sauber. Ja, das genau. Wenn du das hast, das Geld und das Personal, dann kannst du das machen, Ich hatte aber. bestes Personal, ja. Ja, Junge. natürlich. Nur die Besten der Hands Besten. up, head down. Hast Okay, das ist gesehen. ein Zivilist. Oh. Hat er eine Keycard? Nein, das war so ein dummer Zivilist. So ein Bauer. Ja, so ein Pawn. Ah, je. Come with me. Immer die Bauern. Nee, da ist eine Kamera. Okay, ich muss den Bauern umbringen. Ach, Nico, wenn du die Bauern Ja. kriegst, dann würdest du aufständen. Tut mir leid, aber ich kann ihn nirgendwo hinpacken. Da ist eine Kamera, das heißt, ich kann ihn nicht mal in den Container packen. Aber wo Kamera, wird mal Zeit, dass wir den Kamerafuzzi umhauen, oder? Ja, ich versuche mal in den ersten Stock zu kommen. 8 Minuten und wir haben die Hälfte. Ist gar nicht mal Der so steht da ja schlecht. immer noch, ey. Ja, der Typ geht da nicht weg, glaube ich. Deswegen versuche ich das ja von ohne Eingang. So, wir haben immer noch keine Brechstange, das ist scheiße. Aber ich weiß ja, wo mindestens eine ist. Echt? Ja, es bleiben ja nicht so viele Spawnplätze übrig. Nur das Problem, was ich wahrscheinlich haben werde, ist, dass da oben wieder vier Wachen rumbacken, weil natürlich wieder Wachen gekommen sind. Da hängt einer, da hängt einer, da hängt einer. Also ganz Meine ehrlich, Frechs. Alter, ich finde dieses eigentlich, Trio-Pack, ne? du müsstest eigentlich durch die Mission so lange neu starten, bis du mal einmal hast, dass der Helikopter mit dem Container kommt, weil ganz ehrlich, mit den zusätzlichen Wachen, es ist nicht unmöglich, aber es ist so viel sackschwerer, finde ich. Das kann ich eigentlich nicht machen. Es ist nicht wirklich so viel schwerer, es ist einfach nur so, Ja, ja aber du toll, siehst ja, dann was bleibt da halt passiert. eine Wache die ganze Zeit am da Ja, rumhängen. du So siehst, was klasse. passiert, dann buggen die halt teilweise, weil die irgendwie dann. Ich vermute halt mal, dass die irgendwie so programmiert sind, die haben einfach einen bestimmten Laufweg
Und wenn da dann irgendwer anders, also ein NPC, drin steht, dann haben die irgendwie ein Problem damit. Und dann bewegen die sich am besten gar nicht mehr. Naja, Das die ist irgendwie kuscheln dann so, nur noch. ja, so die stehen dann so zur Zeit ineinander und ja, machen nichts Produktives, außer dass sie dir die Sicht und den Weg Ja, hier, das versperren. sind die besten Bros da bei mir. Die beiden. Und weil ich keine Crowbar habe, warte mal, ich muss mal in die Küche gehen. Da liegt ja auch manchmal eine Crowbar rum. Macht ja auch Sinn, ich habe auch eine Brechstange in meiner Küche, wenn ich meine Dose aufmachen will. Oder eine Kiste mit den Südfrüchten, ne? Wenn eine neue Schiffsladung bei Ja, uns hey, zum um Hafen. eine Kokosnuss zu öffnen, brauche ich immer Oder eine da. Brechstange. Oder wenn halt eine neue Kiste mit Waren aus den Kolonien im Hafen ankommt, ne? Und ich dann erstmal die tropischen Früchte aus der Kiste aufbrechen muss. Ah, ja, süße, sag ich doch. Grober. Offensichtlich funktioniert das hier so. Die kriegen halt sehr viele südliche Früchte und so. Ja, aus den Kolonien. Ich meine, Amerika hat streng genommen Kolonien, das weiß man eigentlich gar nicht, aber es gibt ein paar Länder, die sind faktisch von den USA abhängig. Also, Besetzt. wie bitte? Sind die besetzt oder wie? Im Prinzip ja, nur dass es natürlich nicht so heißt. Zum Beispiel, glaube ich, die Philippinen. Die haben kein eigenes Militär, sondern haben irgendwie so einen Vertrag mit den USA geschlossen, dass die USA für ihre Sicherheit garantieren, und die Philippiner auf eine Armee verzichten und die Amerikaner dort dann einen Flotten und ich glaube einen Flughafenstützpunkt haben dürfen. Also ich glaube, das waren so Verträge, die haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg oder sogar nach dem Ersten Weltkrieg schon ausgehandelt. Also so aus heutiger Sicht eigentlich kompletter Schwachsinn, weil so, du würdest ja sagen, lass gefälligst die Philippinen in Ruhe. Aber da hat sich bisher irgendwie keiner die Mühe gemacht, sich darum zu kümmern. Da gibt es auch ein paar andere Beispiele. Also sind gerade vor allem so Inseln irgendwie im Pazifik, zum Beispiel auch ein paar Inseln, die sie einfach von den Japanern erobert haben, die sie einfach nicht mehr hergegeben haben. Wo sie Naja, halt die dann haben auch gesagt bestimmt noch haben, einige Inseln behalten, um da Atomtests früher zu machen. ja, das zum Beispiel, oder halt vor allem Flottenstützpunkte, weißt du, So das sind teilweise Bikini-Atoll so, oder sowas. ja, das sind teilweise so Inseln, da wohnen vielleicht, keine Ahnung, 2000 Leute oder sowas, aber haben dafür dann da einen Hafen, wo halt ein paar Schiffe anlaufen können zum Tanken und zum Nachfüllen mit Wasser und Essen. Ne? Ich meine, das kann man jetzt gut finden oder nicht, ich finde es bescheuert, aber weil die Amerikaner immer so von wegen, ne, hier Freedom und Freedom, 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 oi, Freedom, Freedom. und Liberty und Human Rights und Und Gedöns. Madness. Bullshit. Okay, Alles ganz Bullshit. ehrlich, wenn der Sir Dickhead Faggot. steht da übrigens immer noch. Ja, dann lass uns einfach an Sir Dickhead vorbeilaufen. Ich meine, wenn Sir Dickhead sich nicht einmal magischerweise umdreht, sollte das kein Problem sein, am Sir Dickhead vorbeizukommen. Welche Kamera hatte ich denn jetzt gesehen? Shit. Achso, Hab die da. keine Ahnung. Die da. Hey. So, wir haben schon mal dann 8. Ein Artefakt, das nehme ich noch nicht mit. Oh, warte, ich guck noch. Gold. Kevin, du nimmst jetzt auch noch nicht das Artefakt. Wobei, Ich nehme das Gold. eigentlich. Das Gold habe ich schon. Wobei, das sollte eigentlich möglich sein. Du musst einfach hier immer nur am Rand entlang gehen. So. Also da am Rand, Einfach also ich. nur hier so am Rand, dann dürfen die dich nicht einmal sehen. Das ist eine ziemlich bescheuerte Kamera, dass die nicht mal, guck mal, so in einem Winkel uns sehen kann. Hey, aber ich beschwere mich darüber nicht. Nee, ich finde es zur Abwechslung mal gut, dass das Spiel in also zu unseren Gunsten verbuggt ist. Es ist nicht verbuggt, also ich glaube, die Ja, Kamera an das ist sich. Spielmechanik, aber trotzdem. Trotzdem ein bisschen bescheuert. Noch ein Artefakt. Oh Natürlich. Gott. Ja, da oben. Da oben am Fenster Hast du das ist ein Artefakt? Zivilist, ja. Warte mal, ich gebe dir das mal, dann mache ich noch die restliche Kiste auf. Aber am besten hier hinten. Oh Gott. Da. Dankeschön, das darf ich Finde mich super, aber. dass so ein Artefakt da reinpasst. Nichts. Da ist noch eine Wache. Ich Guck glaube, die mal. ist auch verbuggt, die Wache da drüben. Die stand nämlich schon gerade die ganze Zeit da. Wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass Gangster sein echt nicht so einfach ist. Also echte Knochenarbeit. Ja, besonders wenn Und man so einen Scheiß tragen muss. Artefakte schleppen.
Ja, wir sind ja auch 0815. Wachen aus dem Weg gehen. Ja. Okay, dann lass es schon mal wegbringen. Am besten nehmen wir beide ein Artefakt, damit die Arbeit schön aufgeteilt ist, ne? Ja, das würde ich auch so machen. Coke, Gold, Artefakt. So, das andere müsste auch eins sein. Kannst du das anzeigen lassen, was da drin ist? Ja. Ah. Das ist Das ist praktisch. Hoxhard 3.1. Ja, das ist praktisch. Deswegen, ich bin super Beta-Tester und sowas. Ja, und vor allem krasser Modder. Ja. Das sagt mir jetzt auch, wenn ich hier Tap mache, was ich für eine Hit-Accuracy und was ich schon gekillt habe. Ich habe einen Melee-Kill bis jetzt. Und ich habe Cleaner-Costs von 40.000, weil ich halt den. Das ist Das mein ist einer Melee-Kill. Dieser ne? Zivilist, glaube ich. Ja. Ganz ehrlich, du kannst dir das Spiel doch so einfach machen, eigentlich mit so ganz vielen zusätzlichen Anzeigen. Ja, es ist ja nicht unbedingt einfacher. Ich meine, das zeige ich dir einfach Ah. nur an, so, ja, cool. Du hast halt 33%ige Hit-Chance. Ich meine, was bringt mir das im Spiel? So, ich finde nämlich das hier zum Beispiel sicherer jetzt, als irgendwie vorne am Tor vorbeizulaufen. Ja, und ich habe sogar das Gefühl, dass es schneller geht. Ja. Ich gesagt. Nur dass das Einzige, was vielleicht passieren könnte, wäre halt, wenn da oben auf diesem Balkon einer rumrennt. Ey, dann ficken wir den einfach weg, ganz ehrlich. Und dann fliegen wieder hoch, um den Pager zu beantworten. Ja, So, ich hole mal den nächsten. ich war auch noch, wir haben ja vier da rumliegen, da komme ich auch noch schnell mit. Ja, pack du das lieber erstmal weg, ne? Weil, Ist du doch weißt wurscht. ja, Leute sehen die Säcke ultra schnell, Kevin. Ich weiß es nicht warum, aber sie sehen Säcke so, als ob da irgendwie riesiger leuchtender Sack ist, der gelb leuchtet und wo drauf steht, hier ist Geld drin. Solltest du mir angucken. Das eine ist sowieso Koks, also. Ja, vielleicht riechen die das auch, weil die süchtig sind. Ja, es ist Und ja nicht nur Koks, ne? Das ist auch irgendwie Goldabhängige. So, du kriegst auch das Koks, dann darfst du schneller rennen. vielleicht sind das ja Goldständer-mäßig, weißt Ah, du? Gold! Gold! Und so ein Artefakt, das ist einfach riesig, ne? Wie es aussieht, wie es riecht, wie es schmeckt, wie es Glänzt! anfühlt. Wie fühlt sich Gold an? Ich weiß es nicht. Gold ist ja, Offensichtlich. glaube ich, das schwächste Edelmetall, ne? Wenn der jetzt Schwächste im Sinne von leicht zu biegen und leicht zu brechen, dann ja. Ja, und hat auch, glaube ich, die niedrigste Schmelztemperatur oder so. Ah, ich glaube. Aber Deswegen so ein purer Goldring oder so ist ziemlich für'n Arsch. Den hast du irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen kaputt. Der dürfte irgendwie so viele Macken haben, das glaubst du gar nicht. ja, deswegen gibt es eigentlich auch keine puren Goldringe mehr, sondern die sind Ja. halt Gold verzogen. Ja, Wenn sie nee, überhaupt. nicht, es ist eine Legierung, also halt eine Metallmischung. Ja. Okay, bereit, weiter. Okay, also, das Problem, was wir jetzt haben. Müssen wir die Vault. Nee, das ist es nicht. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, ich glaube, wir haben mindestens ein bis zwei verbuggte Wachen. Und wir müssen, glaube ich, beide, hinter dir war, glaube ich, Können wir der. eigentlich irgendwie zu dem Typen an der Kamera kommen? Ja, deswegen, was will ich, das meine ich ja. Warte mal, da ist auch noch eine Kiste, werde ich hier gesehen. Ja. Okay. Wieder hinter General Mad Faggot vorbeilaufen. Indem wir hier Hey. nicht in diese Wache rennen. Warte. Was? Nein. Ja, den müssen wir nämlich hinterher rennen. Ah, der kommt zu uns, Kevin, weg da. Nein, der kommt überhaupt nicht zu mir. Doch, der Geht kam. weg. Okay, vorbei. Nee, doch nicht. Alter, der dreht so oft die. Alter, der kommt. Was ist das für ein Aas? Na, geht er jetzt? Ja, jetzt Ich geht habe er. keine Ahnung, wo der hingeht. Der Nee. dreht so viele. Alter. Die Typen wissen echt nicht, wo sie hinwollen, ne? Doch, Und. jetzt ist er weg. Ja, jetzt kommt er aber halt hier in die Vorhalle. Also wieder zurück in den scheiß Schacht hier. Alter, ey. Ich hasse es manchmal, wie die Leute laufen. Man hat gesehen, der Typ hat viermal die Ecken in die Richtung gewechselt. Weswegen Stealth manchmal echt für'n Arsch ist. Ja, wenn die laufen halt so rum, so, warum muss. Oh nee, Was ich hab kann was jetzt? vergessen. Nee, doch nicht. Ich hol's doch nicht. Ah, weißt du was? Ich hab mich doch entschieden. Ich hol's doch. Ja, ich kann nicht Oh, mehr. Hey. falsche Richtung, verdammt, ne, war ja doch richtig. Ah, nein, doch nicht. Okay. Titan Security Cam. Das ist schon beeindruckende Sicherheitsmaßnahmen, aber irgendwie nützen die denen auch nicht so viel. Ja. Wo ist denn jetzt der Typ mit der Kamera? Im ersten Stock oder Ja, was? klar. Komm mal her. Ich glaube, wir müssen noch mal außen rum gehen, weil guck mal, genau da ist eine. Ja. Sollen wir machen.
Ich kann auch meinen. Warte mal, ich leg meinen billigen Jammer. Dann können Okay. wir einfach an den Kameras vorbeilaufen. Fuck you. Weil irgendwie keine Sau weiß, dass mein Jammer auch. Ja, nee, Kevin, nicht unbedingt so an den vorbeirennen. Ja. Irgendwie. Mich hat letztes Mal einer gefragt, man kann mit Jammern wirklich Kameras ausmachen. Der Typ ist verbuggt übrigens, der da hinten an der Tür steht, ne? Die stehen zwar. Oh, um Da, Gottes Willen. komm zurück, komm zurück, komm zurück. Der kommt wahrscheinlich hier runter. Ja, ab in den Keller. Ah. Ab in den Keller. Fuck you, man. Ja. Ich meine, wir haben noch drei Pager, aber ich will trotzdem keinen Nutzlosen machen, ne? Wenn der Typ jetzt auch noch in den Keller kommt, Wir haben ne? überhaupt nicht drei. Wir haben noch. Achso, drei Pager, aber wir haben nur noch zwei Gemma. Ja, okay, Du warte, wirst der ja den ist. Gemma nicht sehen, den man auf dem Boden klebt. Hey. Ja. Los jetzt aber. Hopp, 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 hopp. Irgendwann stolpern die drüber. Okay, die beiden können wir auch ignorieren, oder? Hey. Ja, nur das Problem ist. Erstmal so, die Kamera. Da steht noch einer. Was? Okay. Wo? Da, hinter dir. Ich war aber hinter der scheiß Kiste. Warum sieht die mich? Warte mal, ich versuch mal was. Okay, Kevin, mach mal von hier die Tür auf. Komm hier hin. Okay, ich kann es nicht jetzt. Dann haben wir wenigstens den Kameratypen ausgeschaltet, ohne dass hoffentlich die ganzen Wachen den sehen. Und ist offen. Feuer. Okay, Keycard. Nothing at all going Pass on. auf, es könnte sein, also. Ist der Server nicht hier? Nee, ne? Naja, also ich kann ihn zumindest nicht. Ich pack den mal sicherheitshalber weg hier. Ja. Weil wenn mal einer Bring ihn einfach zufällig. irgendwie in die Ecke. Ja, so. Gucken wir nochmal mit den Kameras, was wir sehen. Anscheinend nichts. Okay. Server ist nicht hier, das heißt. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch eine Keycard finden, dann können wir den Tresor leer räumen. Ja, nur noch. Ist ja kein Problem. So, da sind zwei. Hoxton from Da sind Payday zwei, da here. kann, das können wir vergessen, da sind Welcome to Leute. our channel, motherfuckers. Make yourselves at home. Warum subscribt mich jetzt jemand beim Stream, obwohl ich nicht streame? Weil du cool bist? I don't know, man. Ah. Nee, der kommt nicht vorbei, aber der sieht vielleicht jetzt. Nee, aber bei. Der sieht ja maximal die offene Tür, aber das, dann guckt er ja nur nach, was da ist, oder? Ich hoffe doch. Also bis jetzt war noch, ist noch nie. Warum guckt er jetzt nach, ob das Ding fest ist? Los mit dir, Junge. Die werden alle offensichtlich komplett überbezahlt. So, der geht jetzt nach unten, hoffentlich. Okay. Okay. Wo ist eigentlich, hier müssen nicht hier auch noch irgendwelche Zivilisten rumgucken mit dem Overall, der die Keycard hat? Ja. Okay, hier ist nochmal Geld drin. Also wir sind schon mal sicher. Wir haben schon mal alles, was Ja, wir dann räumen wir das brauchen. jetzt weg. Ja. Der müsste wahrscheinlich irgendwo. Ah, zurück, 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 zurück. Der kommt hoch. Oder geht er runter? Kommt er hoch oder geht er runter? Nein, er bleibt natürlich stehen. Fuck you, faggot. God damn it, Steven. Ja, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Und an den beiden Buddies hier kommen wir auch nicht vorbei. Ey, wie langweilig muss der Job sein, dass man irgendwie die ganze Zeit mit Steve da rumsteht? Steve ist ja der Fahrer. Wir sollten uns irgendwie, wie die Amerikaner sich für jede Nationalität einen Namen ausgedacht haben, so wie Ivan für die Russen oder hier Charlie für die Vietnamesen. Wir müssen uns irgendwas ausdenken für die Wachen. Und also Steve haben wir ja schon. Steve ist der Fahrer. Also Frank war, glaube ich, auch eine Wache, ne? Frank waren die Wachen. Ja, Ja, goddammit, Frank Frank. und Franklin. Ja. Also auch immer so die Gebrüder Frank. Okay. Oh mein Gott. Hans steht da immer noch. Wieso Hans? Ich weiß nicht, Hans ist irgendwie so der Arsch. Hans ist Na, immer der Arsch. aber Hans ist doch im Glück. Ja, weil der im Glück ist, weil er da steht, dass der uns so blockt, weißt du? Okay, ich glaube, er bewegt. Nein, er guckt sich nur um. Er guckt sich dieses wunderschöne Gelände an. Dieses Geländer ist von magischer Anziehungskraft. Es möchte mir etwas mitteilen, den Fluss des Universums erklären. Ich kann es fühlen. Ich glaube, der Frank, der bleibt, der Hans bleibt da jetzt für immer stehen. Ja, warum sollte er auch jemals von diesem Gelände weggehen? Das ist das schönste Gelände, das er jemals gesehen hat. Er wird nie wieder ein schöneres Gelände sehen. Das Problem, was ich nur sehe, ist, wenn jetzt noch einer hier hochkommt, sind wir voll am Arsch. Und es kommt Nein, noch sag einer hier er. hoch. Weg, 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 weg. Der kommt hoch. Nee, der geht runter. Ja, was jetzt? Ja, der geht runter. Das siehst du manchmal echt nicht gut. Oder Da kommt er jetzt, wollte da kommt jetzt, jetzt hochgehen. kommt ein Zivilist, jetzt kommt ein Zivilist, jetzt kommt ein Zivilist. Oder er wollte hochgehen, dann ist ihm eingefallen, hey, ich muss ja doch gar nicht hoch. Hallo.
Ja. Das ist schon zu spät. Hau ab! Wir haben dich schon alle entdeckt. Schnapp den scheiß Dings und hau ab! Ach, was denn? Wir haben noch Zeit. Jetzt haben wir eine Minute Zeit. Ich hab nur noch einen, Mann! Die haben uns doch sowieso schon entdeckt. Wir haben jetzt eine Minute Zeit. Natürlich nicht, wenn ich sterbe. Scheiße, ich bin falsch. Oh, warte mal, ich hab das gelaufen. Legst du noch einen? Ja. Ich leg dir mal einen nach draußen zu dem Boot hin. Oh, ich komme nicht mehr rechtzeitig dahin, glaube ich. Sicher? Also wir haben danach noch eine Minute, ne? Oh, ich bin völlig falsch gelaufen. Komm ja jetzt gar nicht hier durch. Ja gut, dann. Scheiße, ey. Aber das Fronttor geht auf, oder? Ja. Ich hab jetzt keinen Schimmer mehr, ne? Das ist klar, Alarm los. Ja. Wie geht das Fronttor auf? Aufmachen? Okay, ich bin beim Van. Ja. Würde jetzt nur noch die Leute, die da rauskommen und dann. Los, hauen wir ab. Aua! Ich sag ja, wir müssen noch die Leute töten. Weil ich bin gleich am Verrecken. So. Mir ist doch der Server rausgeholt. Was hat uns da jetzt nochmal? Irgendwie wurde der Zivilist von dir entdeckt und andersrum und. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht kam der Arsch, der runtergegangen ist, doch noch nach oben. Nee, es war der Zivilist und dann wurde der Zivilist gesehen, wie der gesehen wurde und dann. Aber der kam ja nach oben, der Typ. Ja und? Also das heißt doch trotzdem nicht, dass die Wache dann neben den. Ja, keine Ahnung, ich glaube, da wäre sowieso einer hochgekommen und der hat uns auch noch gesehen. Das war irgendwie das Problem. Ich weiß nicht. Naja. Das war jetzt halt wieder nicht so geil. Naja, wenigstens 13. Das funktioniert. Ja. Einfach eine halbe Million, Mann, beschwer dich nicht. Ja, und 27 Minuten gewastet. Das geht so viel schneller eigentlich. Gott. Aber wir kriegen halt immer die scheiß Wachen, die rumfaggen und irgendwie stecken bleiben. Ich meine. Wir kriegen halt immer doppelt so viele Wachen. Ja. Das Gute waren ja eigentlich, zwei waren ja wirklich am Fenster am Kleben, da die einen, ne? Ja, kann man nicht machen. Ja. Bis zum nächsten Mal.